Zurück aus der Pause. In der letzten Folge sind wir erfolgreich geflohen aus dem Udam-Gebiet, wo der Ul uns gefangen gehalten hat. Und was machen wir als erstes, wenn wir geflohen sind? Wir fahren wieder zurück und hauen ihm volle Kanne auf die Mütze, oder? Würde ich sagen. Sehr schwer, viele XP. Da haben wir in der Nähe ja auch schon einen Wegpunkt, der dann schnell reise zu diesem Ort und los geht's. Obwohl ich jetzt nochmal irgendwas anderes gucken können, wenn ich jetzt schon gerade in der Base bin. Ich mal schauen können, ob ich noch was upgraden kann. Ich muss mich erst selber wieder ein bisschen einspielen und gucken. Schauen wir ganz kurz, bevor sie mich hier voll labert. Dorf, genau, ich noch was upgraden. Bräuchte ich ein Höhlenbärenfels? Könnte er theoretisch ja im Stash liegen. Da kriegt man aber nur XP. Man kriegt jetzt nicht irgendwie tolle neue Sachen. Streifenwollfell, Nordton, ne? Das brauche ich alles noch ein bisschen. So, Gegengift kann ich jetzt herstellen. Entfernt alle Gifteffekte. Na dann. Soll ich es jetzt auch schon direkt machen oder was? Ich mache es, wie ich es will. So, ich kann mal hier reingucken, was in der Beute im Belohnungslager liegt. So, schauen wir mal bei den Fellen. Wildschweinhaut. Beißfisch. Brauche ich auch alles nicht. Nordschwarzstein, Nordzeder. Ja, die Sachen, die man will, sind alle nicht da. Ich kann ein bisschen Alderholz, nicht Adlerholz. Das wurde auch oft genug in den Twitch-Kommentaren geschrieben. Stapel nehmen, so. Tierfett brauche ich jetzt nicht so. Feuerstein. Dann bauen wir mal alles, was geht. Munition voll. Dann noch ein paar Speere. Zweinige Keule habe ich eh genug. Noch nicht ganz. Dann kann ich hier noch Steinsplitter herstellen. Bienenschwarm, Tobsuchtsbombe, die ist irgendwie eh ganz cool. Ich muss die auch mal nutzen. So, dann habe ich mir ein bisschen Zeug mitgenommen. Dann nehme ich nochmal Holz mit, so viel es geht. Krimskrams, alles einstecken. Und von den Blättern auch. Dann kann ich mir genug von den Boostern herstellen. So. Ich fühle mich gut gerüstet. Und oben den Langbogen. Und dann geht's jetzt auf. So, Ul, du alte Drecksau. Ups. Autsch. Waffe wechseln. Ich will auch überhaupt keinen Stress mit dir. Mal heilen. Hau den Snack rein. So, komm her. Komm, ich lade schon mal einen Angriff auf. Jetzt will er nicht mehr, ne? Jetzt hat er nämlich Schiss bekommen. Ah! Was für ein Trick! Da höre ich gerade auf. Höre ich gerade auf, meinen Angriff aufzuladen. Checkt er es sofort und greift mich hier fies an. So, der verblutet doch jetzt bestimmt. Ah! Irgendwo. Wo ist er? Wo ist er? Greift auch mal so billig von hinten an. Boah. So ein Arsch. Überhaupt nichts getan. So, ich muss noch mein eigenes Vieh widerrufen. Was für ein Stress. So. Sind wir jetzt soweit? So. Ich habe einen von den drei Supertieren. Und zwar den Blutfang-Säbelzahn. Und den rufe ich mir doch gleich. Der hat so viel, der ist einfach am besten. Den haben noch ein paar Vorteile. Auch nicht mehr den. So. Und wie kann ich nochmal eine Bestie wohin schicken? Den muss ich noch einmal kurz anschauen. Linker Trigger und RB. Bestie ändern. Ah, okay. Geht, geht, geht. Passt.
Jetzt noch mal ganz kurz auf die Map schauen. Ich muss dann hier irgendwo, hier so lange ich. Das sieht mal aus. So, der ist auch schon ganz versessen drauf, den Udam mal heimzuleuchten. Gehe ich besser hier oben lang? Oder gehe ich besser da lang? Das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, da geht es zu weit nach rechts. Hier komme ich ja nicht links den Pfad lang. Ne, ich muss da schon da durch. Was ist denn hier? Vielleicht hier lang. Ah, hier geht es auch lang. Muss ich nicht unten lang. Haben sie es eigentlich neu gemacht, dass das so überstrahlt? Vielleicht das der Patch? Jetzt muss ich mir das Gegengift herstellen. Und dann entfernt alle, steht da. Aber macht mich das auch immun für eine kurze Zeit? Anscheinend schon. Erstmal raus aus der Gülle. Vielen Dank. Das ist schon ein nettes Völkchen, die Udam. Die machen sich das schon sehr gemütlich, auch innenarchitektonisch ganz vorne mit dabei. Durchquere die Udam-Schluchten. Das mache ich aber sowas von. Kannst du mal einen drauf lassen, wie ich die Udam-Schluchten hier durchquere? Verschreck mich nicht nochmal so. Das ist echt nicht okay. Man merkt schon, wir haben eine Weile nicht zusammengearbeitet, der Blutfang-Säbelzahn und ich, und sind nicht mehr so ein eingespieltes Team. So, ein bisschen Rotblatt und so mitnehmen. Ein bisschen Holz. So viel ist hier noch nicht los. Ab und zu ein paar von den Hanseln, aber es geht alles noch. Wer hat mich denn da fast entdeckt? Gucken wir mal, wo so ein Ausguck ist oder so. Ich gehe mal hier außen lang. Da am Heimat. So, kümmert sich einfach um den. Jetzt wird einfach ein bisschen gekämpft hier. Drauf geschissen. Hä? Warum habe ich denn nicht gespannt? Danke. Warum habe ich nicht gespannt? Sachen, die man sich häufiger fragt. Da oben schießt da noch einer. Läuft. Kann man auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Brauche nicht mich hier reinschleichen. Die sollen ruhig wissen, was kommt. Das haben die sich verdient. So in ihren letzten Sekunden ihres erbärmlichen Lebens sollen sie in Angst verbringen. Wenn sie schon wissen, dass ich komme und sie wissen, dass ich sie gleich kaputt mache. So sieht es nämlich aus. Kenne ich nichts. Komme ich hier nicht von unten. Ich glaube, ich gehe eher oben lang als unten. Gucken, wie mein Säbelzahntiger da mitkommt. So richtig kann ich ihn von hier aus noch nicht treffen. Jetzt nicht so gut. Warum hat denn so ein komisches Tiergesicht plötzlich? Das haben sie auch mal gehabt. Ich weiß das alles nicht mehr. Hoch hier. Ich glaube, die beschäftigen sich mal mit meinen Tieren. Der ganz so
Unauffällig ist mein Säbelzahntiger anscheinend nicht. Komm, noch ein bisschen. Okay. Ah, macht schon Spaß, hier so durchzueiern. So, gleich wieder den Pfeil aus dem Kopf ziehen. So, wo ist er hin? Wo sind denn noch welche? Ganz oben? Nein. Gehen wir einfach mal hier weiter. Irgendwer hat mich ja eben fast entdeckt. Mein Säbelzahntiger macht da welche Spiränzchen. Naja, er macht das schon. Den kann man auch mal alleine lassen. Rennen ein paar rum, die beschäftigen sich halt schön mit meinem. So, einen kann ich auch, bevor er meinen Tiger angeht, mal hier mitnehmen. Ach komm, gerade um die Ecke gegangen. So, gehen wir nochmal. Die Ecke ist ein bisschen blöd, ich will auch nicht hier runterrutschen. Natürlich auch ungünstig. Ups. Na? Geht doch. Ja, ja, da lang. Irgendwer entdeckt mich da hinten immer fast. Bin nicht ganz sicher, wer und warum. Ah, moin. Bin ich doch schon markiert vorhin. Jetzt schleicht er mal wieder. Denkt er sich auch, okay, genug Stress gemacht. Da unten ist einer. Ich glaube, für den nehme ich mal den Doppelbogen. Kann ich vielleicht gleich die Mütze wegschießen und dann noch den Rest geben. Genau. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, dass mir langsam die Pfeile ausgehen. Dann. Deswegen wollen wir doch wieder hier unten lang. Mir schön die Pfeile wiederholen. Danke. Du auch. Der ist das. Jetzt mal einfach in die Leiche reinschießen. Arsch. Noch was Schönes dabei. Grünblatt. Ups. Noch einer entdeckt. Aber mit dem schnellen Treffer ist auch da Schluss. Klau ihm noch die Ziege. Kenne ich nix. So, mein Pfeil wieder einsacken. Danke. Nun gut, nun gut, nun gut. Jetzt mal hier oben lang. Zwischendurch mal gleich wieder ein bisschen Hartholz einsammeln. Weil, irgendwann. Genau hier ist dann Schluss.
Pfeil und Bogen ist meine Lieblingswaffe einfach. Der Speer ist noch ziemlich cool, die Keule natürlich auch im Nahkampf, aber der Bogen ist beste. Da oben will ich hin. Komme ich denn am besten hin? Ob es irgendwie ja so ein Aufseilor gibt. Durchs Wasser will ich nicht, da habe ich ja nasse Stiefel. Das ist super ätzend. Großes Problem gewesen damals. Nasse Stiefel, deswegen ist auch der Neandertaler ausgestorben. War zu unvorsichtig. Das passiert mir nicht. Ich glaube, sie haben mit der Belichtung irgendwas geändert. Das glaube ich allerdings nicht. Es wäre das gepatcht, relativ großer Patch, 600 Megabyte und ein paar andere Sachen. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas an der Engine und am Licht geändert haben. Wahrscheinlich nur, weil es hier irgendwie so auffällt, keine Ahnung. Bisschen Gelbblatt. Das brauche ich auch für das Gegengift. Und da ist es ganz gut. Da hinten soll ich hin. Guck mal kurz auf die Karte. Na, besser da außen lang. Den Weg folgen. Die Frage ist, wie ich am besten hochkomme. Ah, hier. Ja, hier ist besser. Schon ganz dünn, merkbar ausgedünnt. Die Udam-Personaldecke. Die beiden Hanseln gibt es ja noch. Kann ich nicht hier oben lang? Ja. Schnauze. Der hat hier so eine Mütze auf. Kann ich ja zum Doppelbogen wechseln? In der Tat kann ich. Muss ich gleich wieder Mütze und Headshot in einem. Bloß ewig weit weg. Ja, mach einfach Stress. Bärchi, sage ich schon. Katzi kämpft halt auch gerne. So, du machst das schon, dann kümmere ich mich um die anderen. Oh, wenn wir hier schon so sind, dann gibt es hier nicht mehr den Sniperbogen, den schönen Doppelbogen. Oh, du auch. Ich kann mich da hinten verstecken. Irgendwann schießt hier noch auf. Ah, moin. Au. Autsch. Hallo. Ja, der wirft ganz gute Speere. Naja, jetzt bewegt er sich, wenn er sieht, dass ich hier zurückschießen will. Ja, auf lange Distanzen ist das nicht so gut, das Ding. Aber der macht viel Schaden, der Bogen. So. Ups, meinem Tier geht's nicht so gut. Wo denn? Ah, hier. Da hinten. Machen wir es erstmal. Auch so Roleplay-mäßig muss ich ja meinem Tier beistehen, so nicht. Autsch, der wirft da hier mit Scheiße. So. Wie viel die auch immer aushalten. Ah, schön ausgewichen. Hier nochmal den Doppelbogen und zünd das an. So. Kriege ich noch ein paar brennende Pfeile ab. Viel Spaß. Bogen und entzünden. Alle anzünden hier wieder. Naja, schreit ihr mal. Bisschen gemein ist es schon. So, wo ist noch einer? Einer hat mich jetzt schon wieder entdeckt. Das ist der da hinten gewesen, oder? Ich finde jetzt gar nicht so gut, dass er da brennt anscheinend. Wie viel die aushalten. Und jetzt brennt er schon wieder nicht mehr. Ich
Gegen die Starken könnt ihr auch mal häufiger mit Speeren arbeiten. So, alles mal wieder einsammeln. Es wird langsam auch dunkel hier. Wer nicht reinschleichen, trifft es jetzt nicht mehr ganz. Wenn ich mich hier aufmache, zumindest in den Weg. Auf den Weg in ihre Basis. So, hier noch ein bisschen was wir mitnehmen können. Eigentlich brauche ich vor allem Holz für meine Pfeile. Hier nochmal ein Nordton. Ne, Schwarzstein. Was brauchte ich auch teilweise noch zum Aufleveln des Dorfs und der Gebäude. Oh, was ist das hier für ein Nordlicht? Das ist ja mal cool. Gut, die Udam-Schluchten habe ich erfolgreich durchquert und dann werde ich jetzt hier mal das Leuchtfeuer erobern und dann mich weiter auf der Suche nach dem Ul machen. Ich dachte, das geht ein bisschen fixer. Naja.